Am 1. Oktober ist das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft getreten. Dieses Gesetz hat im vergangenen Sommer für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Die einen meinten, dass es wichtig ist, so eine Regelung zu haben, um was gegen Fake News und Hate Speech zu tun. Und die anderen sahen darin eine große Gefahr für die Meinungs- und Informationsfreiheit im Internet und haben das Ganze Zensurgesetz genannt. Doch was hat sich durch dieses Gesetz eigentlich überhaupt geändert? Das möchte ich Ihnen heute im Video kurz erklären. Mein Name ist Jonas Kahl, ich bin Rechtsanwalt im Urheber- und Medienrecht bei Spirit Legal. Zunächst mal ist es so, dass dieses Gesetz gar nicht für jeden Betreiber von Internetseiten gilt, sondern eigentlich ist es nur gedacht für soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, YouTube und Co. Kleinere Plattformen, die weniger als 2 Millionen Nutzer haben, sollen von dem Gesetz gar nicht erfasst sein. Die Hauptregelung des Gesetzes ist eigentlich, dass die sozialen Netzwerke künftig stärker gegen rechtswidrige Inhalte und unwahre Behauptungen, Beleidigungen und solche Dinge im Internet vorgehen sollen. Und dazu sind sie künftig verpflichtet, eindeutig und klar erkennbar rechtswidrige Inhalte innerhalb von nur 24 Stunden löschen zu müssen. Wenn weniger klar erkennbar ist, dass ein Inhalt rechtswidrig ist, wenn das eine komplexe Sache ist, wo es auf den Kontext der Äußerung ankommt, dann sollen die sozialen Netzwerke sogar 7 Tage Zeit haben, um das zu löschen. Und wenn das eine ganz komplexe Angelegenheit ist, wo vielleicht auch der Autor dazu angehört werden muss, wie das Ganze gemeint war, dann kann diese Frist sogar nochmal verlängert werden. Zudem sieht das Gesetz vor, dass die sozialen Netzwerke auch eine Einrichtung oder Stelle einrichten können, an die sie in Form einer freiwilligen Selbstkontrolle die ganz komplexen Fälle abgeben, damit die Fälle dort entschieden werden. Das ist eine Angelegenheit, die man auch im Jugendmedienschutz jetzt schon hat, dass man sowas auslagert. Was das Gesetz auch vorsieht, ist eine Regelung zum Thema Bußgeld. Dort wird geregelt, was passiert, wenn die sozialen Netzwerke ihren Löschpflichten nicht nachkommen und gar nicht reagieren oder nur zeitverzögert reagieren und die Fristen nicht einhalten. Dort ist vorgesehen, dass bis zu 50 Millionen Bußgelder von den sozialen Netzwerken bezahlt werden müssen, wenn sie wiederholt und systematisch die Inhalte nicht löschen. Das heißt, es reicht nicht aus, dass im Einzelfall mal eine Löschung nicht oder nicht fristgemäß erfolgt, sondern das Ganze muss tatsächlich grundsätzlich wiederholt und systematisch nicht. Ein positiver Punkt, den das Gesetz mitbringt, ist der, dass die sozialen Netzwerke in Deutschland zukünftig einen Ansprechpartner benennen müssen, an den sich Behörden, die Justiz, aber auch Privatpersonen wenden können, wenn sie beispielsweise eine Abmahnung, einen behördlichen Bescheid oder auch eine Klageschrift zustellen wollen. Das ist eine ziemlich positive Sache, weil bisher konnten sich die sozialen Netzwerke dahinter verstecken, dass sie ihren Hauptsitz in den USA haben. Und das hat es für den Einzelnen schwer gemacht, die sozialen Netzwerke rechtlich überhaupt greifen zu können und vielleicht verklagen zu können in Deutschland. Das wird in Zukunft erheblich einfacher werden. Ein weiterer Punkt, den das Gesetz auch regelt, ist, dass man als Verletzter, als derjenige, der Opfer von Fake News oder Hate Speech wird, zukünftig auch einen Auskunftsanspruch gegen die sozialen Netzwerke hat. Das heißt, die Täter können sich zukünftig nicht mehr so einfach in die Anonymität des Internets flüchten, sondern mit einem entsprechenden richterlichen Beschluss ist es möglich, dass der Betroffene zu den sozialen Netzwerken hingehen kann und alle Informationen, die dort über den Äußernden oder Täter vorliegen, herausverlangen kann. Auch das wird es in Zukunft einfacher machen, Unterlassungs- oder auch Geldentschädigungsansprüche gegen die Täter von Fake News und Hate Speech durchzusetzen. Unterm Strich muss man sagen, ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eine Regelung mit Licht und Schatten, wobei die Nachteile des Gesetzes eindeutig überwiegen. Das Gesetz hat eine ganze Menge unbestimmte Rechtsbegriffe, schwammige Formulierungen, wo man heute noch nicht so genau weiß, was ist damit eigentlich gemeint und wer genau ist jetzt davon betroffen. Insofern muss das Gesetz jetzt erstmal den Realitätstest und Praxistest überstehen und zeigen, dass es tatsächlich in der Lage ist, Verbesserungen zu schaffen. Wenn sich in den nächsten Monaten allerdings zeigt, dass das Gesetz vielleicht in Teilen doch nicht so einfach anwendbar ist, kann es sein, dass der Gesetzgeber in Kürze schon wieder auf den Plan gerufen ist, um an der Stelle Überarbeitungen vorzunehmen, weil das Ganze vielleicht doch nicht so einfach funktioniert, wie der Justizminister Heiko Maas sich das gedacht hatte. Wenn Sie weitere Informationen zum Thema
Medienrecht zum Thema Fake News und Hate Speech möchten, können Sie gerne unser Blog unter spiritlegal.com besuchen.